Hallo meine süßen Schnecken, so wollte ich eigentlich das Ding anfangen. Es ist wieder soweit. Ja, Umut Abi hat wieder ein Video zu mir gemacht und was gibt's Besseres, als auf meinem InKev-Kanal, auf meinem zweiten Kanal, jetzt hier noch eine Reaction zu droppen. Ich meine, er liefert mir da guten Content und geht einfach nicht rüber zu ihm. Ja, also lieber staub ich halt die Klicks ab, anstatt er die Klicks abstaubt und deswegen. Seid so ehrenvoll, ja, und vergesst den ersten Link in der Beschreibung, wo sein Video auf jeden Fall verlinkt ist. Nein, das Video heißt Alpha Kevin, ich hänge dir 4000 Euro. Und Abi, ich danke dir viel, vielmals. Ich nehme das Angebot an. Ich würde gerne 4000 Euro von dir bekommen. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich ein sehr seriöses und gutes Video, weil ansonsten ist halt echt doof, ne? Wäre jetzt wirklich doof, wenn er mir jetzt nicht die 4000 Euro gibt, ja, weil das wäre ein doofes, angeteasertes Video. Ich habe tatsächlich schon mal in einem Stream, gerade wo es online kam, darauf reagiert. Deswegen hat das schon eine sehr positive Bewertung. Und ich sehe übrigens auch die Dislikes. Ja, für die Leute, die mich da sonst immer wieder fragen, ja, wie kannst du die Dislikes sehen? Was ist bei YouTube los? Ich habe mir so ein Add-on bei Google runtergeladen, beziehungsweise so eine Erweiterung geholt. Und also das kostet auch nichts, ist kostenlos. Das heißt irgendwie Return Dislike Button. Und dann zeigt sie irgendwie die Dislikes wieder an. Ja, sehr, sehr nice. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir gucken uns das jetzt mal an, was Umut Abi mir jetzt hier sagen möchte. Ich hoffe einfach, ja. Ich hoffe, das Angebot wird krass, weil ansonsten bin ich wirklich enttäuscht von dir. Ja, ich würde sagen, los geht's. Okay, Leute, wie ihr schon gesehen habt, Alpha Kevin hat ein Video gegen mich gemacht. Oh, warte mal. Meine Schulter fühlt sich so schwer an. Oh, was ist das denn? Wow. Oh mein Gott. Feiert der sich gerade, weil der ein paar hundert Euro vor die Kamera zeigt? Also, das soll jetzt auch gar nicht komisch klingen, ne? Es hat nicht jeder viel Geld und sowas. Und es ist auch, ich habe auch nicht viel Geld. Also, ich bin jetzt nicht reich, ich bin jetzt aber auch nicht arm. Aber ich könnte jetzt auch zum Bankautomaten gehen, mir halt Geld abheben und dann sagen, boah, guck mal, was ich habe. Bro, das ist cringe. Das muss doch hier niemandem beweisen, dass du Geld hast, ja? Es reicht doch schon, wenn du dir deine Cartier Santos Iced Out Uhr holst, ne? Das ist doch schön genug. Aber das ist ein bisschen cringe, Brudi. Also muss ich ehrlich sagen, so mit Geld vor der Kamera zu flexen, ist das Unangenehmste, muss ich an der Stelle sagen. Der mach lieber mit einer Uhr oder sowas oder mit irgendwelchen Gucci-Zeug oder Prada oder was weiß ich. Aber mit Geld ist unangenehm, ja, weil das ist auch nichts Schweres, sage ich mal. What is this? Alpha Kevin, willst du sowas haben? Komm vorbei, Alpha Kevin, Das Kuchentee. sind auch keine 4000 Euro, ne? Das sind jetzt knapp 1000 Euro. Also da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, ne? Weil er sagt jetzt irgendwie, im Titel steht 4000 Euro. Hier zeigt er jetzt 1000 Euro. Das heißt, irgendwo müssen noch 3000 Euro gelagert sein. Ja? Umut Abi, komm vorbei, gib mir gerne das Geld. Ich wollte Danke. dir 10.000 geben. Alpha Kevin, komm zu einem Kaffee und Umut. Ich gebe dir diese 4.000 Euro. Junge, in welcher Welt lebst du? Das ist 3.000, 4.000 Euro. Warte ganz kurz. Ich zeige euch jetzt, wie das nicht 3.000 bis 4.000 Euro sein können. Ja? Was ist Also, das wir denn? gucken uns das jetzt mal an, wie viel das jetzt ungefähr Geld ist. Und ich glaube nicht, dass das 3.000, 4.000 Euro sind, weil ich weiß ungefähr, also man kann das ja schon so ein bisschen rechnen anhand der Scheine hier. Denn? Okay, Wow. also der hat 500 Euro Scheine. Oh. Ja Oh gut, mein vielleicht hat er sogar 600 oder 700 Euro Scheine. Okay, es sind 700 Euro. Okay. Gott. 7, What 800, is 900.000. this? Alpha Kevin, Das ist willst du nie. sowas haben? Ey, sorry, Bro, aber das sind nicht mal 2000 Euro. Das sind vielleicht, wenn es gut kommt, 1500 Euro. Also, das ist ein Fake. Ich habe schon wieder. Das ist ein Fake, Leute. Ja, das ist ein Fake. Ich habe es hier rausbekommen. Der Junge, der verarscht uns schon wieder die ganze Zeit. Also, das ist wirklich kein Wunder, warum ich da ein Dislike da lasse, weil ich wollte 4000 Euro haben und nicht hier 1000 bis 2000 Euro. Mann, das ist cringe, Brudi. Du zeigst dich, als wärst du hier ein Geringverdiener. Ne? Also, es ist schon unangenehm. Komm vorbei, Alpha Kevin, Kuchentepper wollte ich 10.000 geben. Alpha Kevin, komm zu einem Kaffee und Umut. Ich gebe dir diese 4.000 Euro. Ey, warum kriege ich nur 3.000 bis 4.000 Euro und KuchenTV viel, viel mehr, obwohl ich dir viel mehr Support gebe, indem ich immer mal ein Video zu dir gemacht habe, ja? KuchenTV hat gar kein Video zu dir gemacht, das ist eine Frechheit, ja? Der hat dich bloß mal erwähnt. Mann, eigentlich habe ich es verdient, 10.000 Euro zu bekommen. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair, muss ich ehrlich sagen. Dann kannst du gerne zu diesem Gespräch kommen, aber bevor ich dir das Geld gebe, würde ich sogar gerne hier, nehme ich einfach mal 1, 2.000 Oh, davon, bitte. einfach mal meinen Arsch damit abwischen. So in etwa, ja. Das sind auf jeden Fall 1.000 bis 2.000 Euro. Man sieht ja jetzt schon, dass
Keine Ahnung, sind vielleicht 600 Euro. Das sollte passen, Alpha Kevin. Ich habe dein neuestes Video gesehen. Du laberst irgendeine Scheiße, dass meine Klamotten fake sind. Bruder, warum soll ich mir ein Lacoste-Oberteil, was sowieso original 100, 200, 300 € kostet, wenn man jetzt eine Lacoste-Jacke kauft, warum soll ich das fake holen? Bruder, sag mir einen Grund. Hä? Also, ich will ja jetzt nicht leider sagen, aber 90% aller Leute, die sowas tragen, haben Fake-Klamotten, weil die sich dieses teure Zeug nicht holen wollen, weil denen reicht halt das Fake-Zeug, ne? Damit können die flexen, haben nicht viel Geld ausgegeben und das ist bei sehr, sehr vielen so. Rat mal, warum das so bekannt ist. Rat mal, warum auch. Ich denke auch, dass die Marken halt auch einfach dadurch richtig krass Einbrüche haben, weil viel mehr Fake-Zeug geholt wird, ne? Also, das ist keine Ahnung. Das ist ja eigentlich logisch so. Warum stellt er sich überhaupt die Frage? Natürlich wird viel Fake-Zeug geholt, weil denen geht es halt bloß darum, um irgendeinen Status und darum, dass man halt dann nicht viel Geld ausgeben muss, ne? Warum soll ich das fake holen? Der zeigt in seinem Video einfach ein Markenzeichen aus dem Internet und dann das Lacoste-Zeichen. Ich zeig euch das einmal, was auf dem Trainingsanzug ist. Ich glaube sogar, ich habe das von JD gekauft. Ihr könnt ja selber im Internet gucken. Dieses Lacoste-Zeichen, Alpha Kevin, das ist das Lacoste Sport oder Lacoste Life, wie das heißt. Das auf den Trainingsanzügen drauf. Dieses normale Lacoste-Zeichen, was du in deinem Video eingeblendet hast, das ist das hier, was auf diesen Pullovern und auf diesen eleganten Sachen drauf sind. Okay, Leute, das ist aber sehr komisch. Ich habe bei meinem Video, was ich zu ihm gemacht habe, ich kann auch noch mal gucken, wo ich das habe, habe ich zufälligerweise, glaube ich, den gleichen Trainingsanzug rausgesucht und habe das dann damit verglichen, beziehungsweise habe genau das Logo darüber gesetzt. Da müsste ich jetzt noch mal schauen, wo haben wir hier Umut Abi? Da müsste ich mal gucken, ob ich hier das Lacoste-T-Shirt. Ja, das war das hier. Ah, das habe ich natürlich jetzt nicht als ganzes Foto. Aber das ist von dem genau dem gleichen Trainingsanzug, was er im Video auch hat. Deswegen, er kann mir jetzt eigentlich nicht sagen, dass das von einem anderen Pullover ist. Ja, weil ich glaube, es ist genau die gleiche Jacke. Will ich aber jetzt mich noch nicht zu sehr festlegen. Es kann auch sein, dass ich jetzt hier Scheiße labere, aber ich glaube nicht, dass ich. Ich glaube, ich habe genau das gleiche rausgesucht. Ja, aber wenn ihr jetzt recht haben solltet, so gebe ich ihm recht. Es ist alles gut. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das ist das. Ich hoffe, das fokussiert. Das normale Krokodil. Ich finde jetzt, no joke, ne? Ich muss es an der Stelle sagen, ich finde Lacoste ist so eine richtig hässliche. Also, ich finde Gucci ist eine hässliche Marke. Ich finde generell diese Luxusmarken übel hässlich. Also, viele sind übel hässlich, ne? Es gibt bestimmt einige Sachen, die ganz gut sind. Ich finde Lacoste, dieses Logo mit dem Krokodil, ist so hässlich. Ich check nicht, was daran. Also, es sieht halt aus wie so eine Kindermarke, wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, ja, die verkaufen ja auch so Kinderschuhe und keine Ahnung, was für Klamotten. Ich feiere es halt null. Aber ich meine, soll jeder anziehen, was er will. Nur damit habe ich kein Problem. Und das versteht Alpha Kevin nicht, weil er leider kein Geld hat, um sich solche Sachen zu kaufen. Deshalb ist es auch nicht seine Materie, irgendwelche Luxusklamotten zu tragen. Lacoste ist jetzt auch nicht so Luxus. Ja, okay. Ja, es liegt aber auch daran, dass ich halt wirklich keinen Wert auf irgendwelche Luxusmarken lege, ne? Also, jetzt trage ich gerade einen Nike-Pullover, der hat 25 € gekostet. Ja. Der war im Sale damals. Ich kaufe mir generell immer nur Sachen, die im Angebot sind, weil ich finde, ja, das normale Zeug, das kostet ja teilweise 40 € für so ein Pullover und das ist schon relativ viel. Ja, nein, keine Ahnung, Mann. Ich lege da wirklich keinen Wert drauf. Das ist mir eigentlich absolut scheißegal. Und ich finde, das ist wichtig und richtig, dass man nicht die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Marken und Statussymbolen flexen möchte, weil das kommt halt schon relativ unsympathisch rüber. Ich meine, siehe Umut Abi, ja, das ist schon relativ unsympathisch. Kann man sich drüber streiten, aber sowas wie Stone Island ist halt Luxus. Da hat halt einfach Kevin gar keine Ahnung von. Aber was soll man denn machen, ne? Stone Island, ja, Kann man halt nichts machen, Leute. Alpha Kevin hat halt einfach kein Geld. Und ja, ich habe Geld und er nicht. Und das ist mein Argument dafür, dass ich recht habe. ich weiß nicht, auf was er hinaus will. Möchte er jetzt darauf hinaus, dass ich ihm meine Einnahmen zeige, damit ich sagen kann, ich hab Geld? Oder auf was möchte er hinaus? Möchte er sich selbst profilieren? Also ich bin psychologisch, komme ich noch nicht ganz hinter Umut Abi. Ja, muss ich ehrlich sagen, der Typ ist mir sehr, sehr suspekt. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin kein reicher Mensch, ich bin auch kein armer Mensch. Aber ich werde meine Einnahmen einfach nicht mehr zeigen. Beziehungsweise, ich habe das eine Zeit lang, habe ich immer mal, war ich sehr transparent, habe meine Einnahmen gezeigt und so. Aber ich denke, je mehr man sich auf Zahlen oder mit Zahlen sozusagen irgendwas aufbaut und zeigt und zeigt und zeigt, umso mehr denken so Leute oder Zuschauer, ey, der ist ja bloß auf Zahlen aus, der möchte ja bloß viel Geld machen, viel Geld machen.
Aber mir kommt es halt auch tatsächlich, auch wenn es einige nicht glauben, mir kommt es vor allem auch auf dem Spaß drauf an, gerade bei YouTube, dass ich da Spaß in den Videos habe. Und ja gut, deswegen möchte ich halt meine Einnahmen nicht zeigen, weil ich will meinen Kanal nicht nur zahlenorientiert aufbauen, wisst ihr, wie ich meine? Aber gut, Umut Abi ist ein bisschen ein anderer Mensch, ja, der legt da ganz viel Wert auf irgendwelche Zahlen, auf irgendwelches Geld und mir ist es egal, aber es kommt halt echt unsympathisch rüber. Deswegen, also das ist halt auch das Gute, aus Umut Abi kann man auch was lernen. Wenn man anders handelt als er, kommt man vielleicht sympathischer rüber, ja. Weil hätte Alpha Kevin Geld, hätte er recht, aber er hat halt kein Geld, weil er einfach ein armer Schlucker ist. Ganz einfach, schon. Alpha Kevin, hat er recht. Tut mir leid, wenn du willst. Aber immerhin bin ich schon in einer eigenen Wohnung, ja, und bin ich bei Mama und Papa. Das ist halt, aber das ist halt das Ding, dadurch kann er halt viel Geld sparen, weil bei den Eltern muss er wahrscheinlich keine Miete bezahlen, wird durchgefuttert und sowas, ne, dann muss er nichts weiter bezahlen, Versicherungen hat er bestimmt auch nicht. Das heißt, er hat keine Abgaben im Monat. So, da hat er halt das wirklich den großen Vorteil, weißt du, es geht ja sonst bei mir, keine Ahnung, jeden Monat durch Essen, Trinken, Versicherungen, tanken und so weiter, ne, Miete zahlen. Geht ja schon mal 1.000 Euro weg, dann muss man ja später auch noch Steuern zahlen, aber gut, das müsste er theoretisch auch, wenn er ja so krass viel Geld verdient. Ja, das heißt, ist halt ein bisschen schwieriger, wenn man tatsächlich in einer eigenen Wohnung ist, aber das kriegt er auch irgendwann noch mit. Ja, also noch kann er verschwenderisch damit umgehen, aber später, ja, wird schwierig, Bruder, wird schwierig, ja, wenn du deine eigene Wohnung hast. Ey, komm, gib her, Bruder, gib her, ich will das Geld. Ihr Kuchen-TV, schmeißt auf Kuchen-TV, während er für mich tanzt. Ey, Bruder, gib bitte her. Ja. Wow. Jetzt zeigt er seinen Ikea-Schrank. Junge, so sieht übrigens ein Zimmer aus von jemand, der gerade eben mit seinem überkrass viel Geld flexen möchte, ja? Also ich sag das jetzt. Also erstmal räum bitte auf, wenn du schon so ein Video machst, wo du dein Zimmer zeigst. Zweitens, viel Erfolg noch beim Kontrabass spielen, so wie das aussieht. Und drittens, keine Ahnung, was das für eine Schüssel ist, aber bitte räum's weg einfach. Sieht schrecklich aus, ja. Es ist wirklich furchtbar. Aber ansonsten sehr nice, wirklich extrem heftig und ja, sieht schon so aus, als würdest du in deinem richtigen Luxuswahn leben. Das würde ich sagen. Das war's dann mit dem Video. Ja, wie gesagt, wenn du Geld brauchst, komm vorbei, mach ein Video, kriegst du Geld von mir. Und dann würde ich sagen, dislike das Video. Alpha Kevin, Leute, wie viele Dislikes kriegen wir dann? 10 Dislikes? Mal gucken, vielleicht schaffen die 10 Dislikes. 80. Kommentiert Let's mal go. Eure Meinung, vor allem die Alpha Kevin, Leute. Ich glaube, die stehen sogar hinter mir mittlerweile. Aber ja, Ich würde sagen, haut rein, Leute, nichts. Ja, vielleicht, wenn er... Wie heißt die Krankheit? Wo man sich Dinge einbildet oder Menschen einbildet, Stimmen einbildet. Vielleicht da stehen die hinter der eben, aber egal. Muss ich sagen, Umut Abi, sehr starkes Video. Man muss auch wirklich betonen, bei ihm läuft derzeit sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht. Können wir mal ganz kurz gucken, wie es bei Social Blade bei ihm gerade ausschaut. Aber Umut Abi ist, denke ich, ein erfolgreicher Denker. Ja, bei ihm ist gerade eben, also, das ist schon heftiger Wachstum. Ja, der hat hier an dem einen Tag 769.000 Aufrufe gemacht. Man könnte ja jetzt meinen, es sind halt gerade Aufrufe, die er gerade eben erst gemacht hat, aber ich glaube, er hat halt viele Videos wieder online gestellt. Irgendwelche Livestreams oder so, oder? Hat er Livestreams online? Er hat einfach Livestreams online gestellt von früher. Der hat einfach die ganzen Livestreams online gestellt, ja moin. Aber ja, das sind die ganzen Skin-Contest-Videos, wo er Preisgeld versprochen hat und nie ausgezahlt hat. Also, das ist Umut Abi. Sehr starkes Video, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man muss einfach wirklich sagen, ich nehme das Angebot an, gib mir einfach die 4.000 Euro, dann kannst du dich zufriedenstellen und ich kann mich auch zufriedenstellen. Ich habe ein bisschen mehr Geld und dickes Dankeschön, ja. Wie gesagt, ihr müsst nicht auf das Video von ihm klicken. Ihr könnt das machen, mir ist scheißegal. Aber, ja, ich meine, guckt ihn an, der arme Kerl. Ja, das ist das letzte Mal, dass er mit einem Prada-Pullover rumrennt, weil danach kann er sich das halt nicht mehr leisten. Ist halt schade, wirklich. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.